Mahlzeit Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Neuer Tag, neues Glück. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir den Gabelservice beim lieben Indigo Dave gemacht haben. Ging relativ gut dafür, dass ich es das zweite Mal gemacht habe. Und heute wird mich der liebe Yannick unterstützen, der auch gerade reinkommt. Was wir heute machen werden, ist von der lieben Julia die Maschine wieder auf Vordermann bringen. Die steht ja schon eine geraume Zeit wieder hier. Da haben wir ein paar Teile demontiert, die wurden gepulvert und die montieren wir heute. Ich würde sagen, ich stelle die Karren jetzt erstmal raus, damit wir ein bisschen Platz haben zum Arbeiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Okay. Ah, mir fällt ein, ich habe noch gar kein Bike-Porn gedreht, ne? Über das aktuelle Bike mit dem neuen Dekor, ne? Oder? Nee. Okay. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt erstmal einen schönen Bike-Porn ein, kurzen. Und dann seht ihr mal das neue Dekor. Viel Spaß dabei. So Leute, das war jetzt auf jeden Fall der kleine Einblick zu meinem Bike, der kleine Bike-Porn sozusagen. Das Video habe ich auf jeden Fall selber geschnitten, deswegen, also wenn es euch nicht ganz begeistert, sorry dafür. Und ja. Schwing mal, ich sag mal rüber, guck. Du hast keinen Ständer. Ah toll, fällt mir gerade ein. Soll ich halten und du nimmst den Ständer von da drüben? Welchen Ständer? Der, der da steht. Nicht der in der Hose. So! Gucken wir mal, was wir hier Tolles haben bei uns. Also, wir haben einen Ständer. Ich mach erstmal das Licht an hier. Drim. So, wir haben einen schwarzen Ständer. Wir haben einen schwarzen Lenker. Der geheimnisvolle Rahmen. Ja, was da passiert, wird dir noch in der nächsten Zeit. Genau. Man sieht es ja, ein Rahmen, ein Motor, eine Schwinge existiert auch. Und eine Feder auch. Kabelsatz, ein Tank, ein Kühler, das ist alles fun. Darf ich mal, darf ich oder ist es geheim? Ja, komm, für ruhig. Sieht alles noch mehr Ranz als Glanz aus, aber das wird ja noch alles, ne? Die meisten würden denken jetzt, oh nein, das wird man nie wieder zusammenbekommen. Vor allem, die Schrauben sind alle in einer Kiste. Welchen? Die Schrauben vom Motorrad. Ja. Alle in einer Kiste drin. Sieht man nicht ganz so genau, aber... Nö, ist ja nicht so schlimm, weil ich weiß am Ende, welche Schraube wohin kommt. Brab, brab. Ist cool. Und der Lenker, der kommt jetzt an Julas Karre. Wir müssen aber erstmal, kommen wir nochmal mit. Wir haben hier nämlich noch ein paar mehr Sachen. Kann man ruhig da auch nochmal hinpacken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da nehmen wir jetzt erstmal die schönen Schräubchen. Da kommt noch Schraubensicherung dran. Wir wollen ja nicht, dass die Jule die Schrauben... da war aber sehr viel. Boah. Guck mal. Uiuiuiui. Schauen wir uns mal direkt ein bisschen was. Boah, das war jetzt unverhofft sehr viel. So, Schrauben kommen durch. So. Jetzt muss der Yannick einmal kurz festhalten. Hörst du? Ja.
Knarre ist so geil, ne? Ja. Ich will nachher noch gucken, ob es richtig angestellt ist, ne? Genau. Wie gesagt, ich mach die Brücken jetzt erstmal grob drauf. Und dann setze ich mich drauf und drehe dann den Lenker so zu der Position, wo ich denke, dass es angebracht ist. Und wie wir es dann anders haben möchte, muss ich es ja selber einstellen. Genau. Weil sie kann sich ja dann auch selber einstellen. Es sind ja nur 4 Schräubchen. Ja. Mehr ist Schrauben hin. Lösen, mehr ist das nicht. Schon ein bisschen zu sehr. Muss es so. So. Jetzt. Ob ich mich so setzen kann. Ich glaube, da lassen wir erstmal dabei Krone, oder? Warte mal. Du hast immer noch keinen Ständer dran. Nee, nee. So. Erstmal die Mitte suchen. So, ist die Mitte. Und dann würde ich sagen, so würde mir das gefallen. Wir ziehen jetzt mal so fest. Ist du mich gerade verrutscht oder was nur hier? Nee, nee, ist nur da. Ich halte den ja hier mit der linken Hand fest. Ja, das hab ich nicht gesehen. Warte mal, warum hat die Lüler mir nicht direkt die Schrauben mitgegeben? Da kommt die. Julia, wenn du das Video siehst, ne? Dann frag dich mal, warum du mir nicht die Schrauben mitgegeben hast, die du dafür bestellt hast. Hallo? 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 Ach, hi Niklas, ich glaube, ich habe da was vergessen. Und zwar, ich war vorhin bei dir und habe dir was Kleines in den Briefkasten gelegt. Und zwar meine Schrauben. Und ja, ich hoffe, dass du die noch verwenden kannst. Und ich bin mega auf das Ergebnis gespannt. Wir sehen uns. Ich muss mal noch mal sagen, die hat hier Kitebrücken, genau wie den Kupplungsdeckel da. Also ich muss sagen, das sieht richtig edel aus in dem Blau. Muss mal überlegen, ob ich mir das auch bestelle, weil ich habe auch viele blau eloxierte Teile dran und das würde bei mir, glaube ich, auch richtig geil aussehen, oder? So, mal eben gucken. So, wäre ganz gut, glaube ich. Oder nicht? Sieht doch cool aus, oder? Was jetzt? Also wegen den Teilen? Die Brücken, ja. Sieht sehr nice aus. Die würden perfekt an deinem Berg passen. Ja, das glaube ich auch. Bei dir, bei der Julia klauen und bei dir da machen. Ja, rein theoretisch schon, ne? Sag ich, Julia ist irgendwie abgefallen. Und du hast die neue bestellt, deswegen. Genau, ich musste neue bestellen für dich, Julia. Kostet 100 Euro. Oder mehr, keine Ahnung, wie viel die Dinger kosten. So, das passt. Cool. Die Seite hätten wir. Problem. Dann haben wir das, wir haben das, wir haben das. Dann machen wir, würde ich sagen, drüben weiter. Lass mich kurz einen Schluck trinken. Ja, mach mal. Jetzt haben wir aber wenigstens das hier, was wir brauchen. Ne? Der muss halt von alleine wieder zurückfliegen. Darum ist diese Feder auch da drin. Das darf auch nicht haken. Das wäre nicht so gut. So, jetzt gucken wir hier, dass wir hier eine schöne Unterlegscheibe finden. Und dann eine Sicherheitsmutter drauf machen, damit das so ein bisschen so eine lagernde Wirkung hat, weißt du. So, die Schrauben können erstmal weg. Theoretisch die sein. Wunderbar. Sicherheitsmutter. So, oh, kann man das eigentlich? Eine Sicherheitsmutter kennst du hier oben dran. Du hast hier oben konusförmig und einen blauen Kringel da drin. Das ist sozusagen Sicherungsmittel. Ah, okay. Das schließt sich halt sozusagen um die Schraube drumherum, damit das nicht mehr. Genau. Schon wieder was gelernt. So, jetzt noch hier die Scheibe drauf. Dann ziehen wir es ganz leicht bei. Aber halt nicht komplett fest, weil sonst kriegen wir den halt nicht mehr bewegt und der muss halt bewegt sein. So, hier kommen wir erstmal zum Ständer. Das ist die Auflagefläche von dem Ständer. Ne? Also quasi so sieht das dann aus, rein theoretisch. So. Und wir könnten jetzt hingehen, den hier richtig reinzimmern. Ach, aber das macht man nicht. Plopp. Wir machen jetzt hier den Ständer ein bisschen warm, dass das Metall sich ein bisschen ausdehnt. Oh. Ja, danke. Und dann können wir den Ständer dann dementsprechend dann ganz normal da reinmachen.
passt perfekt. So, das ist fest. Wunderbar. Das hier muss beweglich sein. Also bitte dran denken. Ihr habt nämlich hier so eine Distanzhülse. Die darf nicht von oben dran, die muss von unten dran. Weil der muss hier einen gewissen Abstand zum Ständer haben, damit der hier beweglich bleiben kann. Naja, also ihr könnt die Schraube ruhig festziehen, wie ihr wollt. Der wird dann trotzdem immer noch beweglich bleiben. Ne? Solange ihr wirklich diese Distanzhülse richtig rum reinmacht. Ne? Das schon mal dazu. Dann hätten wir das, das, das. Das hätten wir. Dann lass eben schnell den Ständer montieren. Das brauchen wir, glaube ich. Das brauchen wir, glaube ich. Oh, komm mal mit. Fast. So. So. Jetzt kommen die tollen Fußrasten. Ich hasse es, Fußrasten zu montieren. Ne? Ohne Scheiß. Ich hasse es einfach. Abgrundtief. Es liegt daran, weil wegen diesen Federn. Ich hasse es einfach. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Für eine Zange. Genau, das ist jetzt eine. Der Janik sagte gerade schon, was das denn für eine Zange? Das ist eigentlich eine Zange für bestimmte Schlauchschellen. So federbelastete Schellen. Und die eignet sich halt relativ gut, weil ich hier die Feder richtig packen kann mit, ne? Deswegen, also, ich finde die Schelle ganz gut, weil, guck mal, ich kann relativ viel zusammendrücken, ohne dass die flöten gehen. Ab einem gewissen Punkt ist es auch vorbei, ne? Dann fliegt die mir auch hier durch die ganze Bude, aber bis zu einem gewissen Grad kann ich es dann doch auch so machen. Ach, da ist er. 24 X-Aufkleber braucht kein Mensch. So, drin. Mein Gott, ich hasse Fußrasten. Abgrundtief. So, funktionieren tut es super. Schon länger nicht mehr gearbeitet, jetzt fangen wir an zu arbeiten hier wieder. So, machen wir jetzt erstmal die Feder wieder rein. Na. So. Der kommt schön dahinter. Dann kommt er so. So. Von hinten dann die schöne. Genau, den wollte ich abfahren. Kommt von hinten die schöne Mutter drauf. Kannst du mal eben 13er Schlüssel bringen, Mike? Das ist aber liebenswert von dir. Und am besten noch direkt eine lange Verlängerung für Halbzoll, bitte. Hast du eine Verlängerung für Halbzoll? Halbzoll-Verlängerung. Ja, genau. Ja, nein. Nein, ja. Jetzt, ich mehr als ein Viertel Zoll geben. Jo. Halb Zoll, ein Viertel Zoll. Okay, es ist weg. Keine Ahnung, was jetzt was heißt, aber okay. So. Oh, Spiel ist schon super. Also der Weg hier ist gerade aktuell das Spiel. Das passt, können wir direkt so festziehen. Ja, das passt. Sieht man, dass ich ein bisschen müde bin? Nee, ne? Komm mal rüber auf die Seite. Auf die Seite sieht es ein bisschen eleganter noch aus mit den Parts hier. Es passt auf jeden Fall farblich zu den Felgen. Ist ja auch geil zum Krümmer. Ja, auf jeden Fall, wie es jetzt am Ende geworden ist, sieht ganz cool aus. Mit der schwarzen Schwinge bin ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Ist ganz cool. Ich denke, da werde ich jetzt irgendwann in der Zukunft auch nochmal was machen. Ich bin dabei. Und ja. War cool das Video, ne? Ballert ganz gut zu den Felgen, das auf jeden Fall. Ich finde, das ist halt, das matcht extrem. Definitiv. Schnieke. Ja. Ich habe gedacht, da geht alles ein bisschen schneller. So Larifari, halbe Stunde. Wie viel haben wir jetzt? Stunde? Anderthalb? Ich habe schon nochmal gefilmt. Ja, ja, wir haben aber ein bisschen also noch ein paar andere. Schon einiges länger als gedacht. Weil, wie gesagt, viel nachgearbeitet werden musste, was man sich eigentlich sparen kann, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo wäre natürlich auch cool. Checkt den Mike ab. In nächster Zeit kommt da auch wieder ein bisschen was auf seinem Channel. Ja. Aber was genau, das erfahrt ihr in naher Zukunft, würde ich sagen. Ne? Aber auch natürlich alles mit dem lieben Niklas gemeinsam. Ja. Ne? Definitiv. Wird gut. Bitte checkt mich nicht ab. Danke.
Das ist der Yannick. Der checkt Yannick auch nochmal auf Instagram bitte ab. Genau. Ist natürlich alles unten in der Beschreibung. Auch über seine 500 Follower kommen, dann endlich glücklich ist. Ja. Macht es. Schenkt ihn ein Abo. Cool. Nee, und scheiß, Yannick und Mike sind echt geile Jungs. Sind natürlich alles meine Freunde. Und ja, du jetzt nicht, Yannick. Also. Wir sind doch nur hier, damit du unsere Sachen machst, oder? Genau. Oder Mike? Warum sind wir eigentlich? Mike sowieso. Also ich sag mal so, ich kenne den Niklas. Er kommt jetzt immer nur zum Essen, zum Trinken. Zum Essen, Trinken, zum Arbeiten. Gibt also Essen. Arbeiten, er wird gleich mitessen. Nee, also arbeiten lassen tue ich, aber sonst. So, ich komm, hier. Ich habe Hunger, ich muss mich nämlich noch ein bisschen waschen und so. Und deswegen, ja, ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!